Kapitel 3. Die Männer saßen noch zusammen und feierten, als Marie und die Mägde längst im Bett lagen. Den anderen Gästen fiel nicht auf, dass der Magister nur in seinem Becher nippte, während sie sich ein ums andere Mal nachschenken ließen. Meister Jörgs Zunge war so schwer geworden, dass seine Worte kaum noch zu verstehen waren, aber das hinderte ihn nicht, langatmige Anekdoten zu erzählen. Ihr wisst zugeben, ihr hättet es schlechter treffen können als mit meiner Nichte, sagte Meister Mombert zu Rupertus, während er mir den Arm um die Schulter legte und ihn an sich zog. Wenn ich euch einen Rat geben darf, so als erfahrener Mann, zu einem Jüngeren, dann. Er kam nicht mehr dazu, seine Weisheiten an den Mann zu bringen, denn im selben Augenblick pochte jemand heftig an das Hoftor. Ich geh nachsehen, rief Leinhard und verließ den Raum, ehe sein Herr reagieren konnte. Kurze Zeit später kehrte er ganz außer Atem zurück. »Herr, der Magister, unten ist ein Mann, der euch dringend mit euch sprechen will.« »Warum hast du ihn denn nicht mit hochgebracht?« fragte Meister Matthies ärgerlich. Linhard zitterte am ganzen Körper, als wäre ein Gespenst begegnet. »Der Mann will den Herrn Magister unter vier Augen sprechen.« »Wenn dem so ist, muss ich wohl hinuntergehen.« Rupert stand auf, nahm seinen Mantel vom Haken, um sich gegen die Kühle der Nacht zu schützen. Während sein Schritt auf der Treppe verklang, blickten sich die übrigen Gäste fragend an. »Es wird doch kein Bote seines Vaters gekommen sein, um die Heirat mit eurer Tochter zu verbieten.« Das schiefe Grinsen des Leinwebers zeigte deutlich, wie sehr ihm diese Wendung der Dinge gefallen würde. Meister Matthies wischte diese Möglichkeit mit einer heftigen Handbewegung beiseite. »Wir haben den Ehe- und Erbvertrag unterschrieben und besiegelt, also muss Magister Rupertus, meine Marie, morgen heiraten.« Sein Schwager Mombert nickte bestätigend. »Magister Rupertus wäre auch dumm, einen Rückzieher zu machen. Schließlich bringt ihm meine Nichte mehr Güter in die Ehe, als Gräberharz von Württemberg seiner Tochter Ursula als Mitgift mitgegeben hat. Und der Bräutigam war immerhin der Graugraf von Rheinburg.« »Wird der Magister dein Geschäft übernehmen?« fragte Meister Jörg Spitz. Meister Matthies gab sich gelassen. »Ein paar Jahre werde ich es wohl noch selbst führen können. Dann wird man sehen.« Als Rupert zurückkehrte, war sein Gesicht zornerfüllt. Er blieb vor dem Hausherrn stehen und sah auf ihn herab wie auf ein widerliches Insekt. »Matthies Scherer! Ihr seid ein elender Betrüger. Ihr habt mir eine tugsame Jungfrau zu ihr angeboten. Dabei ist eure Tochter eine widerwärtige Metze, die ihr schon mit unzähligen Männern getrieben hat.« Der Einsturz des Hauses hätte keine stärkere Wirkung auf die vier Männer ausüben können als diese Anschuldigung. Jörg Wölfing und Meister Gero sahen sich schockiert, aber auch mit einer gewissen Schadenfreude an, während Bomberts Blick verwirrt zwischen seinem Schwager und dem Magister hin und her irrte. Der Hausherr selbst hob mehrmals zum Sprechen an. Der reichlich genossene Wein lähmte jedoch seine Zunge und vermochte die Tragweite der Anklage nicht zu erfassen. »Da hat man euch einen Sack voll Lügen erzählt, Schwiegersohn. Für meine Tochter lege ich meine Hand ins Feuer«, brachte er schließlich heraus. »Und würdet sie euch verbrennen? Ich habe einen Zeugen, der beschwören kann, dass das der Wahrheit entspricht.« Jetzt drangen Meister Matthies unnebelte Sinne ein, dass es dem Magister mit seiner Anschuldigung ernst war, und er schlug wütend auf den Tisch. »Ruft den Schurken herauf, damit ich ihm seine Verleugnung und den Hals erwürgen kann.« Auf einen Wink des Magisters verließ Lenhard den Raum und kehrte wenig später mit einem kräftig gebauten Mann mittleren Alters zurück, der die derbe Kleidung eines Fuhrmannes trug. Die hellen Augen des Mannes huschten durch den Raum und blieben auf Meister Matthies hängen. Rupert schob ihn zum Tisch. »Das ist Utz Käffli, ein Fuhrmann, den ich als ehrlichen, braven Mann kenne. Er ist uns bekannt.« Jörg Wölflings Ton war nicht zu entnehmen, ob er sich Ruperts Urteil über den Fuhrmann anschließen wollte oder nicht. Meister Matthies kam schwankend auf die Beine und starrte den Mann mit offenem Mund an. »Natürlich ist er uns bekannt. Er hat auch schon für mich gearbeitet. Was soll das, Utz? Was erzählst du für Lügen über meine Tochter?« Der Fuhrmann lachte mit heruntergezogenen Mundwinkeln.
Das sind keine Lügen. Gott soll mich strafen, wenn ich nicht die reine Wahrheit spreche. Ich hätte nie etwas Schlechtes über Marie gesagt, aber ich kenne Herrn Magister Rupertus als edlen und vornehmen Mann, den ich nicht ins Unglück rennen lassen möchte. Der Leinweber Gero sah den Fuhrmann erwartungsvoll an. Hast du selbst gesehen, wie Marie von einem anderen Mann beschlafen wurde? Ich selbst habe sie etliche Male besessen. Du Schuft, du ehrenloser Verleumdner, wie kannst du es wagen? Meister Matisse stieß einen Laut unmenschlicher Wut aus und versuchte, seine Hände um den Hals des Fuhrmanns zu legen. Rupert stieß mit einem fast beiläufigen Bewegung zurück. Auch wenn es euch nicht gefällt, Scherer, will ich die Wahrheit wissen. Sprich ruhig weiter, Utz. Die ehrenwerte Herren Meister, die als Zeugen unterschrieben haben, möchten ebenso gerne erfahren wie ich, was es mit Meister Mattis Tochter auf sich hat. Hat sie sich dir tatsächlich hingegeben? Nicht nur mir, ich weiß von einigen anderen, die mit ihr geschlafen haben, versicherte der Fuhrmann eifrig. Lügen, nichts als Lügen, schrie Meister Mattis dazwischen. Der Fuhrmann wuchs mehrere Finger breit in die Höhe. Es sind keine Lügen, Scherer, ich kann meine Worte beweisen. Eure Tochter hat es ja nicht umsonst getan, sondern sich Gold oder Geld und schöne Dinge schenken lassen. Willst du damit sagen, dass sie ihren Körper verkauft hat wie eine Hure? In Meister Rupertus Stimme schwang so viel Abscheu und Ekel mit, dass er die anderen Männer ansteckte. Utz zuckte mit den Schultern. Nun ja, beim letzten Mal habe ich ja einen Schmetterling aus Permut geschenkt, den ich aus Italien mitgebracht habe. Meister Matisse lachte höhnisch auf. Meine Tochter besitzt kein Schmuckstück dieser Art. Das lässt sich feststellen. Rupert winkte Meister Jörg und Meister Gera zu. Meine Herren, ich schlage vor, dass wir uns in Maries Zimmer begeben und es durchsuchen. Sollte dort ein Permut-Schmuckstück in Form eines Schmetterlings gefunden werden, ist ihre Schuld wohl erwiesen. Der Leinweber nickte so eifrig wie ein Lehrjunge. Da habt ihr recht, Meister Magister. Matthias Scherer schnaubte. Perlmutt, pah, so billigen Tarn trägt meine Tochter nicht. Als seine Gäste aufstanden, um Maries Zimmer aufzusuchen, protestierte Mombert Flüy. Das solltest du nicht zulassen, Matthias. Es ist dein Haus und es ist deine Tochter, die hier so schamlos verleumdet wird. Meister Matthias schlug so heftig auf den Tisch, dass es durch das ganze Haus hallte. Du hast recht, Mombert, das brauche ich mir nicht gefallen zu lassen. Magister Rupertus sah den Hausherrn hochmütig an. Ihr solltet euch nicht weigern, Meister Matthias, denn sonst müsste ich auf eine Klage vor Gericht bestehen. Dann klagt doch! Brüllte Meister Matthias den Mann an, den er vor kurzem noch überglücklich an seine Brust gedrückt hatte. Matthias Schwager Mombert kämpfte gegen den Alkohol an, der seine Gedanken vernebelte, und schüttelte den Kopf, als wolle ihn auf diese Weise klären. Ihm gefiel die ganze Sache nicht, und so wandte er sich an seinen Zunftfreund Jörg Wölfling, der immerhin ein Mitglied des Rates der Stadt Konstanz war. »Unternimm etwas, der Magister kann doch nicht einfach das Haus durchsuchen lassen, als wäre er der kaiserliche Vogt persönlich.« »Das anzuordnen wäre eigentlich eine Sache des städtlichen Gerichts«, stimmte Meister Jörg ihm zögernd zu. Bevor er jedoch näher darauf eingehen konnte, stieß Utz Käfli, dem Schreiber hinter dem Rücken, der anderen auffordernd in die Rippen. Leinhard schluckte sichtlich nervös, trat an den Tisch und hob die Hand. »Verzeiht, meine Herren, aber mein Gewissen...« Er brach ab, atmete tief durch und presste seine nächsten Worte so schnell hervor, dass die übrigen Anwesenden einen Augenblick stutzten, bevor sie die Tragweite seiner Anklage begriffen. »Ich habe auch mit der Tochter meines Herrn geschlafen.« Es wurde so still im Raum, dass man eine Nadel hätte fallen hören können. »Leinhard, du infamaler Verleumdner!« Matthias Scherer stolperte schwankend auf den Mann zu und wollte ihn bei der Brust packen, doch Utz hielt den Hausherrn fest und drückte ihn unsanft auf seinen Stuhl. »Glaubst du jetzt immer noch, dass ich lüge?« Meister Matthias schnappte nach Luft, als hätte sich sein Kragen in eine Würgeschlinge verwandelt, und lief dunkelrot an. »Das kann doch nicht sein«, dachte er verzweifelt. »Meine Marie war doch immer wie ein Engel und hat sich nie für Männer interessiert. Doch konnte der Fuhrmann und sein Schreiber diese Anklage aus der Luft gegriffen haben?«
Matthias erinnerte sich, wie hartnäckig Kleinhard um seine Tochter geworben hatte. Hatte er es deshalb getan, weil sie in irgendeinem Winkel des Hauses gefällig gewesen war? Fragen über Fragen überschwemmten seine Gedanken, und er wusste auf keine eine Antwort. Gleichzeitig breitete sich ein pochender Schmerz in seinem Schädel aus, der ihm schier das Gehirn versenkte. Meister Matthias war so mit sich selbst beschäftigt, dass er gar nicht wahrnahm, wie Magister Rupert es auf dem Vertrag deutete und Jörg Wölfling mit strenger Miene musterte. Als Geschädigter bestehe ich darauf, Maris Zimmer auf der Stelle zu untersuchen. Außerdem frage ich die beiden Männer, die ihre Gunst geteilt haben wollen, ob sie bereit sind, ihre Aussage vor Gericht zu beschwören. Utz warf die Arme hoch. Jederzeit und bei allen Heiligen! Lenhard starrte einen Augenblick ins Leere, so als müsse er erst sein Gewissen befragen. Dann straffte er die Schultern und hob das Kinn. »Ich bin dazu bereit.« Auf Uts Aufforderung hin brachte der Schreiber eine Talglampe herbei und zündete sie an einer der vielen Kerzen an. Der Mann sah dabei so elend aus, als wäre es seine eigene Tochter, die beschuldigt wurde. »Wir sollten es hinter uns bringen«, sagte er wie zu sich selbst, sah sich aber nur hilflos um, als erwartete er eine Aufforderung. Meister Jörg nahm schließlich die Lampe ab und wies den anderen den Weg. Vor Maries Kammer blieb er stehen und pochte gegen die Tür. »Mach auf, Kind, dein Vater will mit dir sprechen.« Wenig später blickte Marie verschlafen heraus. »Was ist geschehen, Vater?« »Marie, man hat schlimme Anklagen gegen dich erhoben«, erklärte der Laienweber an Mattis Stelle. Das Mädchen sah ihn verständnislos an. »Was wollt ihr damit sagen, Meister Gero?« »Ihr seid Männer, die behaupten, du wärst keine reine Jungfrau mehr, sondern hättest dich dem Teufel der Wollust hingegeben.« Seine Stimme hallte durch das Haus, und sein Blick saugte sich an Maries Gestalt fest, deren Formen sich deutlich unter dem dünnen Nachthemd abzeichneten. Marie verschränkte die Arme über der Brust, denn sie schämte sich, kaum bekleidet vor fremden Männern zu stehen. »Ich verstehe euch nicht. Was soll ich getan haben?« Magister Rupertus schob den Laienweber beiseite und streifte Marie mit einem angewiderten Blick. »Ihr seid Zeugen, ehrenwerte Männer, die bei Gott und allen Heiligen schwören, mit ihr Hurerei getrieben zu haben.« »Bei der heiligen Jungfrau, das ist nicht wahr!« Marie sah ihren Vater hilfesuchend an und streckte die Arme nach ihm aus, doch Meister Matthias beachtete sie noch nicht einmal. Keuchend lehnte er an der Wand und starrte zu Boden, als schämte er sich für seine Tochter. »Vater, warum wendest du dich von mir ab? Glaubst du wirklich, ich hätte so etwas Schreckliches getan?« Marie wollte auf ihn zulaufen, doch der Magister vertrat ihr den Weg und stieß in die andere Ecke des Flurs. Dann zeigte er auf ihre Kammer. »Gleich werden wir den Beweis haben. Meister Jörg, Meister Gero, ihr seid weder Zeugen noch Beschuldigte. Deswegen bitte ich euch, den Raum zu durchsuchen.« Marie war so geschockt, dass sie sich nicht rühren wagte, als die beiden Handwerksmeister den Raum betraten und ihr Bett und die Borde und ihre Truhe absuchten. Da die beiden Männer betrunken waren, warfen sie die Kleidung und die Aussteuer rücksichtslos zu Boden und trampelten darauf herum. Plötzlich stieß Meister Jörg einen triumphierenden Ruf aus und hob die Hand. Ein weißer Perlmutt-Schmetterling glänzte zwischen seinen Fingern. »Da ist das Schmuckstück, von dem du gesprochen hast, Utz Käfli. Du hast die Wahrheit gesagt.« Marie stolperte nach vorne und starrte den Schmetterling an. »Aber das Ding gehört mir nicht. Ich habe es noch nie gesehen.« Rupert riss sie zurück. »Leugnen hilft dir jetzt auch nicht mehr, du schmutzige Dirne. Du hast ja dieses Schmuckstück von Utz Käfli für die Gewährung deiner Gunst erhalten.« »Ich soll eine Liebschaft mit dem Mann da gehabt haben? Aber das ist nicht wahr.« Marie sah dem Fuhrmann in die Augen. »Warum verleumdest du mich?« »Warum sollte ich dich verleumden? Ich war doch nicht der Einzige, den du über dich gelassen hast.« Der Fuhrmann leckte sich dabei die Lippen, als schwäge er noch in Erinnerung an ihr Beisammensein. Marie wich angeekelt von ihm zurück. »Wie kannst du so etwas Schmutziges behaupten?« Meister Gero stieß Leinhard nach vorne, der sich bislang außerhalb des Lichtkegels in eine Ecke gedrückt hatte. »Ja, der Schreiber deines Vaters hat ebenfalls gestanden, mit dir Unzucht getrieben zu haben.« Marie schlug die Hände vors Gesicht und versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten. »Aber das ist doch alles nicht wahr. Bei Jesus Christus und allen Heiligen, ich bin noch Jungfrau.«
Leugnen nützt dir nichts mehr, Hure. Du hast meine Ehre beschmutzt. Ich bestehe auf einen Prozess, um die Schwere deiner Schuld zu ergründen.« Der Magister drehte Marie den Rücken zu, als könnte er ihren Anblick nicht mehr ertragen, und deutete mit dem Zeigefinger auf Meister Matthias. »Nach den Gesetzen der Heiligen Kirche und des Kaisers ist es einer der Hurerei angeklagten Weib nicht gestattet, unter dem Dach eines ehrbaren Hauses zu verweilen. Da wird eure Tochter den Rest der Nacht im Kerker verbringen müssen. Meister Gero, seid so gut und ruft den Vogt und seine Büttel herbei, damit sie die Metze abführen.« Die harten Worte des Magisters durchdrangen die Leere, die sich im Meister Mattis Kopf breit gemacht hatte, und er heulte auf wie ein verwundetes Tier. »Nein, nein, das ist mein Haus. Ich lasse nicht zu, dass meine Tochter daraus verschleppt wird.« Ein noch funktionierender Teil seines Verstandes sagte ihm, dass es wohl das Beste war, wenn er Konstanz nach diesem Abend so schnell wie möglich verließ, um seine Tochter aus Rupertus Nähe zu bringen. Als hätte der Magister seine Gedanken gelesen, stieß er seine Zeigefinger wie ein Messer auf ihn zu. »Wollt ihr euch gegen das Gesetz des Kaisers stellen?« Obwohl Rupertus Stimme nicht lauter wurde, zuckten die Umstehenden wie unter einem Peitschenhieb zusammen. Mombert Flü versuchte zu vermitteln. »Mäßigt euren Zorn, Magister Rupertus, und lasst uns erst einmal über die ganze Sache reden. Ich kenne Marie von Kindheit an und kann mir nicht vorstellen, dass sie unbemerkt von uns allen zu Dirne wurde. Nein, so ein Vergehen traue ich ihr nicht zu.« Rupertus Gesicht blieb regungslos wie eine Maske. »Vergehen, sagt ihr. Was dieses Weib getan hat, ist ein Verbrechen gegen die von Gott gewollte Ordnung und die Gesetze des Kaisers. Wenn eine vor dem unbescholtene Jungfrau der Hurerei überführt wird, kann der Mann, dem sie anverlobt wird, sie töten, ohne eine Strafe befürchten zu müssen.« Mombert fuhr entsetzt auf. »Das könnt ihr doch nicht tun.« »Ich bin ein Mann der Feder und nicht des Schwertes. Ich lasse das Gericht urteilen. Und nun schafft die Metze endlich weg.« Mombert gab sich noch nicht geschlagen. »Aber wenn alles nicht stimmt, wenn Marie doch noch Jungfrau ist?« »Das wird sich morgen früh erweisen. Ich lasse sie von einer ehrbaren Matrone untersuchen. Ist sie noch Jungfrau, werden der Fuhrmann und der Schreiber als Verleumder in den Kerker geworfen und angeklagt, während ich meine Hochzeit mit Marie prachtvoll feiern werde.« »Dagegen kann man nichts sagen,« fand Meister Jörg. »Magister Rupertus ist ein mit dem Gesetz vertrauter Mann und weiß, was zu tun ist.« »Vater, nein, du darfst nicht zulassen, dass man mich wegbringt. Glaubst du wirklich, ich werde so schlecht, wie diese Lügner da behaupten?« Maries Stimme klang wie die von einer Ertrinkenden. Sie begriff die Wendung nicht, die ihr Schicksal genommen hatte. Er suchte verzweifelt nach einem Halt. Ihren Vater schien ihre Not nicht zu kümmern, denn er starrte immer noch zu Boden und murmelte unverständliche Worte vor sich hin. Magister Rupertus aber stand wie ein strafender Engel vor ihr, oder vielmehr wie ein böser Geist, dem es Freude zu machen schien, sie zu verdammen. Marie fragte sich verzweifelt, warum er den Aussagen der beiden Männer mehr Glauben schenkte als ihr. Sie sah ihren beiden Verleumdern ins Gesicht, um festzustellen, ob sie sich nicht für ihre Lügen schämten. Leinhard drehte sofort seinen Kopf weg, Utz aber grinste und ließ seine Zunge zwischen schadhaften Zähnen spielen. Schnell wandte Marie sich ab. Der Mann machte ihr Angst. Meister Gero kehrte, kaum dass er weggegangen war, mit einem der Stadtbüttel zurück. »Ich habe Hunhold unten in der Gasse getroffen. Er wird wohl reichen, wenn er die Sünderin in den Kerker bringt.« Hunhold überragte die Männer um ihn herum um mehr als einen Kopf. Seine Arme waren dicker als die Oberschenkel normal gewachsener Männer und die Muskeln auf seinem Brustkorb glichen armdicken Tauen. Er grinste breit, als erheiterte ihn die Situation, und verbeugte sich vor Magister Rupertus. »Immer zu Diensten, edler Herr. Schafft die Hure in den Kerker. Ich werde dafür sorgen, dass sie morgen abgeurteilt wird.« Hunold streifte Marie mit einem begehrlichen Blick und schüttelte den Kopf. »Im Stadtkerker und der Bischöfen Pfalz sitzen übel Burschen ein. So ein leckeres Vögelchen würde ich denen nicht zum Fraß vorwerfen.« Der Magister quittierte den Einwand mit einer ärgerlichen Geste. »Dann sperr sie irgendwo ein, wo sie sicher verwahrt ist. Zu den Mönchen ins Inselkloster kann ich sie auch nicht bringen. Da bleibt nur noch der Ziegelturm übrig, dessen Keller derzeit leer steht.« »Dann schaff sie dorthin.« Der Magister klang gereizt.
Hunold zog einen Strick aus dem Gürtel, band Maris Arme auf den Rücken und stieß Richtung Treppe. Als sie sich an ihrem Vater vorbeidrängte, hob Meister Mathis den Kopf, als würde er aus einem bösen Traum erwachen, und hielt ihn fest. »Behandle meine Tochter gut und sorge dafür, dass dir an nichts fehlt. Ich werde es dir reichlich vergelten.« Hunold sah aus, als schüttelte er sich innerlich vor Lachen. »Hab keine Sorge, Meister Mathis. Ich weiß, dass ihr ein großzügiger Mann seid.« Sein Blick wich jedoch dem des Hausherrn aus und blieb herausfordernd auf dem Magister haften. Rupertus Splendius nickte unwillig und wies den Büttel mit einer energischen Handbewegung an, das Mädchen wegzuschaffen. Mombert atmete tief durch, als wolle er die Alkoholdünste aus seinem Kopf verscheuchen. »Ich begleite euch bis zum Turm.« Er verabschiedete sich mit einer unhöflichen knappen Gruß von seinem Schwager und den beiden Handwerksmeistern und stieg die Treppe hinab, ohne den Magister und dessen Zeugen eines Blickes zu würdigen. Jörg Wölfling stieß Meister Gero an. »Wir sollten auch gehen.« Gerolina nickte erleichtert. Er lief die Treppe hinab und verließ fast fluchtartig das Haus. Wie sein Freund brannte auch er darauf, die aufregenden Neuigkeiten seiner Frau zu berichten. Magister Rupertus war unten im Flur stehen geblieben und sah nun zu Mathis Scherer hoch, der sich keuchend am Geländer festhielt. »Ihr werdet es verstehen, dass ich nicht weiter euer Gast sein kann. Wir sehen uns morgen vor Gericht.« Meister Mathis stieß einige unverständliche Laute aus, bis seine Stimme klarer wurde. »Geht! Verschwindet, so schnell ihr könnt! Auch weine ich keine Träne nach. Vergesst aber nicht, die Kerle mitzunehmen, die mein Haus besudelt haben. Ich würde sonst die Beherrschung verlieren und sie erwürgen.« Er ging schwankend auf Leinhard zu, der immer noch kraftlos an der Wand lehnte. In dem Moment kam Leben in den Schreiber. Er sprang die Treppe hinab, als sei der Teufel hinter ihm her, riss die Haustür auf und verschwand im Dunkeln der Nacht. Rupert folgte ihm gemächlich. An der Hoftür griff er nach der Laterne, die er dort abgestellt hatte, zündete sie aber erst draußen auf der Gasse an und blickte sich um. Hinter der nächsten Ecke tauchte Utz wie ein Gespenst aus der Finsternis auf und zerrte Leinhard hinter sich her. Um Rupertes Mund spielte ein böses Lächeln. »Ihr wisst, was ihr zu tun habt?« Utz lachte. »Es wird alles in eurem Sinne laufen. Vorher muss ich nur noch dieses Waschweib hier überzeugen, dass es weiterhin mitzumachen hat.« Rupert maß Leinhard mit einem strafenden Blick. »Willst du kneifen? Vergiss nicht, dass du es warst, der den Schmetterling in die Kiste des Mädchens geschmuggelt hat. Wenn du falsch spielen willst, lasse ich dich wegen mein Eid Betrug an einem Brotherrn einige andere Vergehen auf das Rad flechten.« Leinhard knickte sichtbar zusammen und hob flehend die Hände. »Nein, Herr, ich tue alles, was ihr mir befehlt.« »Dann gehorche Utz. Er wird dir sagen, was du zu tun hast. Jetzt geht. Ich erwarte euch morgen vor Gericht.« Der Magister drehte sich grußlos um und schritt davon. Utz zündete einen Kienspann an, hielt ihn mit der linken Hand hoch und stieß den Schreiber mit der rechten Richtung Rheinufer.